So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den nochmal dabei. Good Dog. Und wir gucken uns heute an 8cast gegen Burn. 8cast hat schon mal nur eine 4. Mono Blue gegen Mono Red. Ja, Mono Blue mit oder ohne Counter? Counter sind, glaube ich, im Sideboard. Ja. Aber Chalice ist Mainboard. Oh. Hey, das ist noch die Version ohne den Kanonier, ohne den neuen. Stimmt, das ist ein älteres. Ja. Was ein bisschen schade ist, aber das ist ja nicht schlimm. Der Kanonier kostet aktuell eh so viel, dass ich mir den nicht leisten möchte. Und, ach, der blaue. Ja, der nur im Commander aus dem Commander-Deck. Genau. Wir sind ja zum Glück im Paper, da kostet er nur 20 Euro. Und nicht knapp 100 wie in Magic Online. Dementsprechend. Ja, gucken wir mal an, was wir haben. Wir haben, glaube ich, einen Mulligan bei Burn. Das könnte gut sein. Und dann beginnt das Spiel. Mountain. Goblin Guide Attack. Sehr cool. Und kein Dings oben aufgedeckt. Eine Retro-Feder. Retro-Feder ist nicht so das Geilste, was man erst nur getroffen kann, glaube ich. Aber gegen Burn produziert die schön viele Blocker. Das ist korrekt. Das wäre ich sehr auf jeden Fall eine Idee. Challenge auf 1. Ja. Okay, Eidolon und weiter draufhauen. Funktioniert ja, das funktioniert ziemlich gut sogar. Man sollte jetzt die Null-Mana-Artefakte noch spielen, aber das tut man das eigentlich nicht. Sai? Vielleicht, aber wenn jetzt Eidolon kommt, dann macht das Aua-Aua. Riftbolt Suspend, ja. Da ist noch ein Bolt auf der Hand. Das ist halt alles tot, ne? Mainboard macht da gegen auch nichts. Gegen. Da ist eine Bubble drauf. Ja. Krass. Aber man ist halt schon runter auf 16. Da wird, glaube ich, kurz die Bubble erklärt. Ja. Und das Enddoom hilft halt auch nicht dabei, wa? Leben zu Das ist auch so ein Deck, wo Back to. Nicht Back to Basics, sondern. Oh, da ist der Sai. Der macht jetzt eine Menge. Das ist natürlich so ein Deck, wo Price of Progress auch richtig wehtun kann. Ja. Das ist korrekt, je nachdem, was gerade draußen ist. Ja, dann droppen wir jetzt mal eine Menge Null-Mana-Artefakte, oder? Ja, klingt nach einem Plan. Bam. Eins. Ja. Bam. Zwei. Bam. Bam. Hi. Ja. Oh, das ist ein Usas. Ja, das ist schon eklig. Weil ab jetzt ist man halt in der Defensive bei Burn und muss halt versuchen, den restlichen Schaden über irgendwelche komischen. Da ist ein Back to Bed. Das ist ein Present Price. Okay. Die können halt nochmal richtig wehtun. Wenn man den in der richtigen, im richtigen Moment zündet. Korrekt. Kann ich echt nichts tun. Das Sunbelt. Sunbelt, Karte 10. Hat ein Land gezogen. Ja, gut. Das passiert halt mal, ganz gerade beim Sunbelt sehr, sehr häufig. Ja. Ja, okay, du kannst halt jetzt, musst halt jetzt versuchen, defensiv zu spielen, solange du keinen 3-Mana-Dings. Das ist ein Land. Eine Nummer geht auf die Hand, aber das ist nicht das Land, was man haben möchte. Dann tradet man 2 gegen den. Ja, dann ist der im. Und jetzt. Ja, die Retrofitter auf der Hand ist halt Do-It. Ja, klar, aber damit hat man sich entschieden, gerade bei dem Ding. Da geht man nochmal gucken. Da geht man die Hand nochmal gucken. Ja, du hättest aber als Burn-Spieler nicht gesehen, was oben drauf ist. Ja, ja, das wurde, glaube ich, auch noch kurz erklärt. Ja. Draw 2 und das ist der Natural Draw. Für die Bubble und der Natural Draw. Das ist auch viel. Also auf jeden Fall noch eine Bubble, damit kriegt man auch weiter einen Lega. Dann für 1, wenn man 5 Artefakte, mehr als 4 Artefakte hat, zieht man 2 Karten. Sehr cool. Ja, okay, man hat halt gleich 2 Non-Basics liegen wahrscheinlich. Das heißt, der Price kann auch richtig wehtun dann. Boah, man zieht auch jedes 1-Mana-Artefakt, jedes! Ja, das ist nicht so, geil. Nimm eine Ursachsager. Das sind jetzt halt schon 4 aus dem Price. Ja. Retrofitter wird gecountert, man kriegt einen Top da. Gib ihm. Oh, dann gib mir mal für einen hauen. Ja, für 2 Theorie. Man könnte theoretisch für 2 hauen. Langsam aber stetig in. Weil da sind nur Länder auf der Hand und ein Shadowspear. Wow. Ja.
Auf der anderen Seite ist die Hand von Burn voll mit einem Mana-Spells und einem Bryce. Also mehr ist dann auch nicht der. Ja, du kannst halt jetzt theoretisch, wenn du irgendeinen... Was denn noch für 4 ins Gesicht? Theoretisch hatten die ja auch größere Burn-Spells. Wenn du davon noch einen top-deckst... Dann kann das ganz schnell Ende werden, das korrekt. Ja, vor allen Dingen, der, je nachdem, was du gleich schon Land legst, kann das halt sein, der Price auch mal lustig locker für 8 Schaden reinrumpelt, 6 Schaden reinrumpelt. Ich bin mir aber relativ sicher, dass 8cast sich dessen bewusst ist. Vor allem, weil es halt der Punkt ist, aktuell kriegt man mit dem sehr, sehr wenig Schaden. Na, jetzt wird es auch richtig gemacht. Dann zieht man 2. Keine Insel, aber Mana. Sehr gut. Man hat die Ursa Saga vergessen. Ja. Ich glaube, das wird man nachholen. Bam. Bam. Genau, es wird nachgeholt. Und das ist ziemlich wichtig, weil man jetzt hier einen Dude macht und anfängt mit dem Dude zuzuschlagen. Und ich glaube, man droppt hier einfach kein Land mehr. Ich glaube, es ist hier sogar sehr, sehr wichtig, dass man kein Land mehr droppt. Mhm. Ja, und das wird auch nicht getan. Kein Landdrop, weil Price of Progress eine Karte ist. Das sieht aus wie ein oder ist das ein Goblin Knight, glaube ich, leider. Es sind eine Menge Ein-Mana-Spells. Chill ist auf 1, tut sein Übriges. Ja, tut dem Burn-Deck halt weh, aber ich habe schon genug Spiele gesehen, wo Burn dann einfach trotzdem gewinnt. Ja. Ja, da geht der Price. Das ist halt... Ist ärgerlich. Ja, und der Konstrukt ist halt gigantisch. 1, 2, 3, 4, 5, 7, das ist 10. Liefel. Ja. Das ist Liefel. Ja, das sind 16 Damage auf dem Board. Das ist Liefel. Ätzend. Ansichtssache, ich glaube, es kommt darauf an, wo man hier ist. Das stimmt. Dann baut man noch einen Loot. Ja, und dann hat man noch einen Token. Dann wird er geopfert. Dann kriegt man noch einen Artefakt. Hat man noch einen Mana-Artefakt drin? Er kann nur einen Nuller rausholen. Ja, man stimmt. Kann einen Nuller rausholen. Zum Beispiel eine neue... 12. Ja. Plus man hat, glaube ich, noch eine Bubble auf der Hand, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Die auch nochmal plus 2, plus 2 gibt. Theoretisch auch noch kann man, ja, das Land zu droppen, wäre jetzt halt... Könnte man sogar noch machen. Liefel. Würde ich nicht, der Gegner hat zwei, also Burn hat hier zwei rote Mana offen gehabt. Und es hätte noch ein Price kommen können. Ja, da wären aber nur 4 Schaden gewesen bei 5 Leben. Stimmt, die Ding war weg. Die, also es wäre, wenn jetzt mehr Schaden gefordert gewesen wäre, möglich gewesen. Korrekt. Sideboarding, Burn, Artifact Hate. Ja, und das nicht, nicht knapp. Wenig. Und ja, 8cast bin ich mir gerade noch nicht sicher. Manchmal spielt man den Blue Elemental Blast. Ja, aber mit Chalice auf 1 ist das irgendwie ziemlich scheppig. Alles nicht so geil. Manchmal spielt man Force. Wie heißt das nochmal? Hier, rote Zauber kosten 2 mehr. Oh, Chill. Chill kann auch drin sein, das ist korrekt. Die Frage ist, ob Force in diesem Matchup irgendwie relevant ist, weil wenn da wirklich zum Beispiel ein Eidolon. Ja, Eidolon ist ganz okay, aber wenn beim Gegner, da der ja rot spielt, die beliebteste rote Karte aktuell gespielt wird, Hagawan kann es nicht sein. Der ist ja gemeint. Aber ein rotes Onyx. Meltdown. Meltdown. Kann halt wirklich eine Menge Artefakte zerstören. Ich war jetzt gerade bei Shattering Spree, aber Meltdown ist da tatsächlich die... Ja, Meltdown ist einfach die bessere Karte. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob unsere Burn-Spieler schon auf Meltdown umgerüstet haben. Ich glaube nämlich nicht. Ja, ich hätte halt auch keinen Bock, irgendwie 7, 8 Euro dafür zu bezahlen. Ja, man hätte auch für 50 Cent ein Playset kaufen können. Egal! Ja, man hätte auch mehr als ein Playset kaufen können. Ja, wir hätten mehr als ein Playset kaufen sollen. Ja. Da ist ein Mulligan von beiden Seiten. Ja, es halt. Boah. Ist halt gefährlich. Also, gerade wenn Burn startet, kriegt sie halt normalerweise noch ein Mana-Spell durch, was Konzert ist. Boah, ich glaube, das ist ein Land bei Burn. Oder zwei. Ich glaube, es ist ein Swift Beer und ein paar Bowls. Ist nicht so geil. Bei 8cast macht die Hand. Da ist auf jeden Fall vor, wir wurden auf jeden Fall reingebordet, glaube ich. Ich glaube, die letzte Karte ist ein Force. Okay. Unter der Ursa Saga. Mhm. So,
4, 6, 7. Du musst ja aber dann noch eine weggeschmissen. Ich würde sagen, es müsste doch noch ein Mulligan, ne? Okay, das Force geht, ja, weil man keinen. Hat man einen blauen Pitch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ha! Weiß man mindestens, wo ein Force ist. Ganz richtig, unten. Ganz unten, ganz weit weg. Oh, Burn and Mulligan. Burn und Mulligan richtig viel, meiner Meinung nach. Ja, du willst eigentlich 7 haben. Du brauchst halt eine Kreatur und eine Menge Spells. Du brauchst halt Gas. Gerade in dem Matchup brauchst du Unmengen Gas. Ja, das stimmt. Ja, aber. Ist die Frage, oh, dass man bei Bowl der kann man schlecht. Oh, da ist das Sulfuric, was die mittlerweile spielen. Der Sulfuric Vortex? Nee, nicht der Vortex, sondern der andere Vortex. Der wird Spells 0 Mana kosten, 5 Schaden schießen. Ja, ja, also wenn du kein Mana zahlst. Richtig, was ziemlich wehtun kann, wenn man 0 Mana anfängt. Ich hab's im Burn gemerkt, im Control gemerkt. Also ein Force für 6 Schaden ist halt so. Ja, jetzt stell dir vor, du versuchst ganz viele 0 Mana Artefakte in einer Runde zu spielen. Und Lifelink ist dann auch nicht mehr so geil mit dem Ding auf dem Board. Deswegen. Aber es kostet glaube ich auch 2. Das kostet 2, ja, ja. Da kommt... hat man den Mulligan halt Mulligan wieder raus. Immerhin. Jetzt die Frage, was er macht. Auf der Hand sind eine Menge Null-Mana-Dinge. Das ist wirklich die schon nicht zügig gekommen. Ne? Sieht man gerade. Mehr Artefaktländer. Mehr Price of Progress. Genau, mehr Price of Progress Targets. Engine Room. Petal. Wow, Sai? Vermutlich. Sai. Wow. Ja, das könnte jetzt eine Menge Topter werden. Ein Topter. Zwei Topter. Das war's. Wow, das ist nicht so beeindruckend. So fühlst du eine Menge Topter. Hier ist echt nicht so beeindruckend. Ich meine, man hat doch eine Unsachsage auf der Hand. Die ganze Zeit. Sai kostet 3. 3. Hat hinten 4, ne? Ja. Eine 1-4 und damit ziemlich stabil gegen Burn. Ja, da ist ein Swift Spear auf der Hand bei Burn. Hat man ist die Frage, Land. Ob er sie rausbekommt. Auf jeden Fall ist da noch ein Bolt. Ne, nur ein Land. Nee. Ja, okay, Mulligan auf 5, das ist halt echt räudig. Ja. Ja. Ob man es wieder angreift, ich glaube nicht. Ja, man rennt nur in 2 Top da rein. Oder einfach in den Sai und ja, wenn dann natürlich richtig. Oh, Sword Monitor. Dann blockst du, glaube ich, einfach mit dem Sai. Ja, mit dem Sai wäre ich halt vorsichtig, weil da kann immer noch der Fake kommen. Das ist korrekt. Man könnte dann nach einem Land droppen und einen Bolten. Deswegen greift man erst mit den meisten Burn-Spielen-Decks an. Greift man erst an und macht dann die Spells. 5, 6. Da wird irgendwas gerechnet. Ich glaube, ich wird einfach gerechnet, ob das zu gefährlich ist, ob der Damage zu gefährlich ist und so weiter. Ja, wahrscheinlich auch, ob du die Thought Monitor verlieren darfst. Die Top da. Ja. Hier sind auf jeden Fall 5, 6, 7 für den Ding. Zieh 2. Boah, das ist schon mal nicht schlecht. Der frisst wahrscheinlich gleich auch direkt bei uns. Schön, man kriegt für den ja auch noch einen Top da. Force, Bubble kann man droppen für einen weiteren Loot. Bubble. Hätte mir einer mal vor 2 Jahren erzählt, hat so viel Ursas, also so viel Bubbles gespielt. So viel Bubbles, so viel Topter, so viel alles, meinst du? Ja, Stack hat sich verschoben. Sehr hart. Genau. Dann wird im Abgieb geguckt, was gezogen wird und man hat den Vortex gesehen. Gefährlich. Ich meine, okay, man hat keine Null-Mana-Artefakte mehr, aber Das wäre halt gut gewesen, wenn der Sai nicht Turn 1 gekommen wäre und yes. Das Land gehabt. Yes. Richtig. Genau, das hat man noch End of Turn gemacht, damit man noch die Karten ziehen kann, damit man eine blaue Karte fürs Force finden kann. Da hat man auch eine blaue Karte. Sai. Yes. Habe ich immer noch kein Land, wenn ich es richtig sehe. Die Frage, ob man hier nicht lieber den 2-2 hätte abgeschossen, damit man angreifen kann. Stimmt. Ja, ich denke, hätte man den 2-2 hätten müssen. Er hat es verliert, man halt beide. Ne? Ja. Das Doppeltrigger, 2 ja, Negation. Negation. Die müssten auch eingebordet sein, krass.
Dafür, dass man normalerweise gegen Burn die ganzen Forces rausboardet, baut Hitter's Deck ziemlich viele Forces rein. Ja, wahrscheinlich auch wegen Meltdown. Ja, ich denke auch viel wegen Meltdown. Meltdown, generell Artifact Removal halt wegzukriegen. Und du, je nachdem, wie das Spiel steht, ist halt auch ein Blood Moon ein bisschen problematisch. Ja, absolut richtig. Gerade wenn man Ursus Saga hat, Menge Artefaktländer, Soulland und so weiter. Mhm. Dann ist das nicht so geil. Da ist ein Fire Blast auf der Hand. Ja. Er wird sogar geforst. Krass. Boah. Ja, Force of Negation Hardcast hier noch offen. Ja. Nee. Doch. Stimmt. Nein, doch. Oh. Ja, genau das. Ich bin auf Top da. Haut für zwei. Die wird sehr konservativ mit dem Sai gehandhabt. Ach, ist das räudig. Ja, und ich glaube, hier hätte ich ein Land gedroppt. Dann wird hier kurz gerechnet. Das ist Liefel. Okay, komm. Das kann man einfach akzeptieren, macht einen Dude und haut für eine Menge zu. Da vorsichtig stimmt man nicht. Ne? Man macht einen Dude und dann haut man einfach wieder für Liefel zu, ja. Das sind 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 mit dem Artefaktland auf der Hand, 10 mit dem, was man jetzt raussucht. 10 mit dem Artefaktland, ja, es ist... Dann sind es haarscharf, genau 13 Schaden. Das ist haarscharf, genau Liefel. Ja, gut. 2-0 für 8cast. Das war beides mal sehr, sehr schade. Ich meine, da wäre ein Price und ein Fireblast auf der Hand gewesen. Das heißt, man hätte noch probieren können. Ja, wirklich eine Menge. Man kann ihn jetzt nicht machen und dann kriegt man selber noch 5 Schaden. Das bringt einem auch nichts. Und der Gegner hätte jetzt noch nicht mal das Mana gehabt, um zu reagieren mit dem... Ja, das ist ziemlich schade, aber gut. Das passiert halt auch. Gerade in so Matches, ich versuche ja meistens so Matches, so Nicht-Games zu verhindern, aber ja. Nee. Hier hatten wir mal wieder eins. Und diesmal ohne Chalice. Diesmal ohne Chalice. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.